Am 12.12.2021 hat sich ein Portal geöffnet. Dieses geht bis 21.12.2021. Du hast die Möglichkeit, in diese Energie einzutreten. Die Verbindung wiederherzustellen mit den höchsten Energien, mit deinem Ursprung, sodass durch dich alle Weisheit, alle Urenergie auf die Erde fließt und das Neue seinen Ursprung auf der Erde Gestalt annehmen. Viel Licht fließt gerade zu euch allen. Und wir freuen uns über jeden Menschen, der sich jetzt öffnet. Manche stehen vor der Türe des Portals. Die Türe ist offen. Sie blicken sich um und schauen in die Vergangenheit zurück. Und das wird geschehen. Sie wird sich dir entziehen. Du wirst zurückblicken und kaum mehr was erkennen. Alles ist verschwommen. Nichts lässt sich mehr ins Jetzt ziehen, weil sie endgültig gehen möchte, losgelassen, in Frieden verabschiedet. Viele wollen sie noch festhalten. Und drehen nicht ihren Kopf nach vorne, denn da würden sie das Licht erblicken, das Tor, das geöffnet worden ist, um vollkommen neue, heilende, hochschwingende Energien zu empfangen. Du, die oder der das hört, ist eine Auserwählte, ein Auserwählter, diese Energie zu empfangen. Aus den höchsten Ebenen, aus der Galaxie. Einige werden sich genau in diesem Portal, das jetzt offen ist, mit ihren Sternengeschwistern verbinden, mit ihrem höchsten Aspekt. Um diese hohen Energien durch sich selbst über jede Zelle ihres Seins auf die Erde zu holen. Es sind neue Energien, die freigegeben worden sind, um hier auf der Erde den Wandel zu beschleunigen. Lange schon steigt die gebundene, dichte, dunkle Energie aus der Erde und aus jedem einzelnen Menschen auf, wie dunkler Rauch, der aufsteigt, der noch einmal dein gesamtes Energiefeld durchstreift und durchströmt,
so wurdest du, bis in Mark und Knochen erschüttert. Hast dich wieder erinnert, dich in Dramen verfangen, verstrickt noch einmal mehr mit dem Alten. Und doch war es gut so, um noch einmal den Blick ganz tief in den dunklen Brunnen zu halten und zu erkennen, dass kein Wasser mehr in diesem Brunnen ist. Um deinen Blick jetzt zu erheben, dich aufzurichten in deiner eigenen Macht, in deiner Uressenz und Energie, aus dem höchsten Aspekt zu empfangen, um das jetzt auf die Erde zu bringen, wofür du hier bist. Auch wenn dein Verstand jetzt fragt, was ist das? Beruhige ihn. Die neue Zeit ist längst hier. Mit dem Verstand und mit dem Ego kannst du nichts mehr, absolut nichts mehr, dingfest machen, manifestieren oder erdenken und zerdenken. Jeder Gedanke, der negativ ist, wird wie eine Glasscherbe in dein Gehirn schneiden. Du wirst es fühlen und spüren, dass jeder dunkle Gedanke dich tief hinunterzieht. Ihr werdet euch üben im positive Denken und ausrichten auf das Licht. Und einige von euch werden in diesem Portal vollkommen geöffnet werden. Um das, was längst schon hochschwingend und in Liebe schwingend auf der Erde ist, sichtbar zu machen. Es sind wie Säulen, die zwischen Menschen aufgestellt wurden oder Systemen, die ihr aktivieren werdet, damit sie die Energie aus dem Höchsten, die stetig in diese Säulen fließt, aussenden können, wenn der Mensch Masten setzt, die mit Strom versorgt sind und, wie ihr es nennt, 5G aussenden, so sind wir längst hier gewesen, haben Säulen errichtet, die genau all diese niedrig schwingenden Energien verwandeln werden in Licht. Diese Säulen werden von Auserwählten aktiviert werden und sie werden ihr Licht in die Welt strömen, überall hin. Die Seelen, die sich bereit erklärt dazu haben, das Dunkle euch in Worten zu bringen, werden die Bühne verlassen. Eine Lichtstadt
wird entstehen auf der Erde, getragen von kristallinem Licht, heilenden Energien. Einige Auserwählte werden das jetzt entzünden, aktivieren. So könnte es auch sein, dass bei dir eine Lichtsäule platziert wurde. Alles ist möglich. Das neue Erdgitternetz ist gespannt um die Erde. Jeder, der mitgeholfen hat, es zu nähren, bereit war, gemeinsam Licht zu bringen, ist bereits angeschlossen an dieses Gitternetz. Nichts, was du getan hast, soll umsonst sein. Auch wenn du noch nicht siehst, bist du vielleicht schon selbst zur Lichtsäule geworden. All diejenigen, die massiv viel Arbeit bekommen werden, nächstes Jahr 2021, ab März, sind intensivst darauf vorbereitet worden. Es flossen in die DNAs und es geschieht auch jetzt in diesen Tagen. Symbole, verschiedenste geometrische Formen, die die vielen Türen, die verschlossen sind in den DNAs, entschlüsselt, aufgesperrt und geöffnet haben. So kann es bei manchen von euch sein, dass ihr hellsichtig werdet und uns sehen werdet. Wir sind unter euch. Wir berühren euch. Und ihr spürt die Impulse, die wie elektrische Blitze durch euer ganzes Energiesystem geleitet werden, um die, die ja gesagt haben, vollkommen zu aktivieren und zu öffnen. Mit deinem menschlichen Auge siehst du es nicht. Und doch ist so viel Licht hier. Diese wunderbare, vollkommen neue Zeit wurde begonnen in Atlantis und wird jetzt vollendet. Und auch wenn es jetzt noch einmal holprig wird, und manche einen hohen Berg erklimmen müssen, um überhaupt einmal von oben aus, von einer anderen Perspektive ihr Leben überblicken. Viele werden sich jetzt immer bewusster um das ganze Spiel auf Erden. Eine Zeit habt ihr mitgespielt, doch manche sind bereits ausgestiegen und sind zum absoluten Beobachter geworden. Es ist wie wenn du, Mensch, ärgere dich nicht, spielst. Die Figuren hin und her geschoben werden. Wer ist der Gewinner? Wer der Verlierer? Einige von euch
haben aufgehört, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Andere schieben noch diese Figuren hin und her, sind mit dem Kopf geneigt über das Spielbrett. Ihre ganze Energie fließt in, Mensch, ärgere dich nicht, dieses Spiel. Und sie ärgern sich und ärgern sich. Sie werden noch eine Zeit weiterspielen und ihre ganze Energie für dieses Spiel verbrauchen. Du und ihr hebt den Kopf, steht auf, lässt von den Figuren los und geht. Und so kann Ruhe einkehren. Ruhe und Frieden in dir. Die Freiheit, die jeder sucht, muss zuerst in sich selbst entdeckt und geöffnet werden. Im Außen kannst du sie nicht erlangen und erhalten. Die kannst du dir nur selbst geben, indem du nach innen gehst und das Tor des Friedens zu dir selbst öffnest. Das Tor der Freiheit öffnest. Du wirst durchströmt und durchflutet dann mit Frieden, Freiheit und Liebe. Und erst dann wirst du im Außen Freiheit erhalten. Das ist das Resonanzgesetz. Viele werden sich des Resonanzgesetzes erst in den nächsten Monaten bewusst werden. Denn sie werden im Außen den ganz persönlichen Seelenspiegel vor Augen gesetzt bekommen. Die letzten Monate werden ihnen gespiegelt werden. Das wird für viele unangenehm. Sie werden dann diese Energien wandeln wollen. Und ab März geht ihr in eine große Heilungsphase. Vieles wird außer Kraft gesetzt werden, was ihr als Heilung bezeichnet, und wird seine gesamte Wirkung verlieren. Mit einem Wimpernschlag wird von außen nichts mehr. Einfach nur eure Symptome unterdrücken können. Es sind die Lichtsäulen, die aktiviert werden, und dieses Licht wird einfließen in alles, was ist. Viele werden dann erwachen und nicht jetzt, aber wann ist dann? Für ein höheres Bewusstsein ist es immer nur jetzt. Ein höheres Bewusstsein ist Beobachter, hat keine Meinung und folgt vollkommen bewusst seinen inneren Impulsen und Wahrnehmungen, einem höheren Bewusstsein. Einer Göttin, einem Gott ist bewusst, dass er selbst Göttin und Gott ist. Er betet nicht an, sondern er ist in sich vollkommen präsent und bezieht seine Weisheiten und alles, was ist, aus dem höchsten Aspekt seiner selbst. Er hat keine Fragen. Denn er bekommt zuerst schon die Antwort.
ein Gott, eine Göttin oder ein höheres Bewusstsein, wie ihr es nennt, ist unvernichtbar, ist nicht krank und das wird vielen bewusst werden. Krankheit ist disharmonische Schwingung und wird durch den Verstand und das Ego und Manipulation ausgelöst und findet seine Ursache in der Angst. Blicke auf deine Angst und geh in den Frieden. Nichts im Außen wird dich heilen, bewahren oder beschützen. Ein höheres Bewusstsein ist sich dessen absolut bewusst. Alle, die jetzt in diesem Portal erwachen und ihren Weg beibehalten haben, sich nicht abhängig gemacht haben und gebunden haben an niedrige Energien, für die wird es eine Lösung rechtzeitig geben. Alle anderen werden durch diesen dunklen Tunnel wandeln, um zu erwachen und das erste Mal auf der Erde in irdischer Form zu vollkommen neuer Heilung geführt werden. Niemand ist verloren, wenn er sich selbst nicht schon aufgegeben und verloren hat. Jede Seele wird aufgenommen im Heilungsfeld. Jede, die ihr Körperkleid ablegt, wird ebenso aufgenommen. Und jede Seele, die zurückkehrt zu ihrer Frequenz, als göttlich liebender Mensch auf der Erde wird Heilung erfahren. Noch immer macht ihr alles im Außen mit bestimmten Worten fest. Es ist dein Gefühl, was die Wahrheit ist über alles. Deine ganz persönliche Wahrheit. Und wenn du bereit bist, wirst du in den nächsten Tagen dich vollkommen öffnen. Du wirst Phänomene erleben, die nicht von dieser Welt sind. So kehre zurück zu deiner göttlichen Macht, die dir innewohnt. Erhebe dich, hebe deinen Kopf, beende das Spiel in dir, mit dir selbst. Jeder einzelne Mensch hat eine Trennung und Spaltung vollzogen zu seinem höchsten Aspekt, zu seiner ganz persönlichen Lichtsäule oder höheren Ebene. Darum hat sich hier Trennung und Spaltung im Außen gezeigt. Kehre zurück zur Verbindung mit deinem höchsten Aspekt, mit deinen höchsten Begleitern. Und alle Trennung und Spaltung und Unfreiheiten in dir lösen sich auf, zerschmelzen wie Eis,
Wir sehen viele Menschen wie Eisblöcke. Man kommt nicht an sie ran. Auch wir nicht. Und auch die Energie der Lichtsäulen nicht. Wir lassen sie. Irgendwann wird auch ihre Kälte, Wärme, irgendwann wird dieses Eis schmelzen. Und ihre niedrige Schwingung in höhere sich wandeln. Doch jeder hat seinen ganz persönlichen Zeitpunkt. Solange du im Ego und Verstand bist, bist du nicht erwacht. Solange du alles bedenkst und denkst, bist du nicht erwacht. Solange du dich nähren lässt von irdischen Energien und nicht von deiner Urweisheit, von deiner Urenergie, bist du nicht erwacht. Solange du extra meditieren musst, in Trance oder Stille versetzen musst und dem Alltag entfliehen musst, solange du herumreisen musst und von dir selbst flüchtest, bist du nicht erwacht und wir aus den höchsten Sphären kommen nicht an dich ran. Wir können uns nicht auf so eine niedere Schwingung herunterlassen, damit wir jeden hier berühren. Dafür gibt es Vermittler, die unsere Energie kanalisieren und weiterschicken. Die sogenannten Lichtarbeiter. Und sie haben ihre Arbeit sehr gut getan. Auch hier wurden einige vom Brett genommen. Alles wird durchlichtet und durchleuchtet. Und kein Mensch im Körperkleid kann das aufhalten. Niemand. Es ist so bestimmt und der Plan wird vollendet. Manche, die sagen, sie sind am Herzensweg oder sprechen aus dem Herzen. Fühle, ob das stimmig ist für dich. Denn manche haben auch ihr Herz mit dem Ego verbunden. Nicht alles ist immer so, wie es scheint. Ein höheres Bewusstsein, eine Göttin, ein Gott, hat keinen Weg mehr. Er oder sie ist selbst schon zum Ziel geworden. Werde selbst zu deinem Ziel. Vieles wird sich ganz neu dir eröffnen. Viele Weisheiten oder Wissen, was euch viele Jahre unterstützt hat, woran ihr geglaubt habt, wird sich wie in Luft auflösen. So sehen wir keinen Weg mehr und kein Ziel. Alles ist eins, vollkommen im Jetzt, durchdrungen von den Urweisheiten, dem Licht,
gehen die Menschen auf der Erde. Sie nehmen wahr und handeln und sprechen und tun aus dem Jetzt heraus, vollkommen frei. Ja, meine Lieben. Die ganzen letzten Stunden wurde ich dazu angehalten, das zu tun, habe es somit weitergegeben, möchte jetzt auch gleich auf diesem Weg weitergeben. Da ich viel Arbeit habe und nicht rechtzeitig immer jetzt so ausschicken kann, weil das ganze Video ausschicken, Bilder machen noch einige Zeit immer in Anspruch nimmt, notiere dir bitte einfach jetzt, gleich wenn du das möchtest, am Montag, den 20. um 19 Uhr wieder unsere gemeinsame Lichtreise, genannt auch früher Weltmeditation. Bitte gib das weiter, sodass wir in diesem Portal, das dann am 21. endet, noch all diese Energien nutzen können und für dich und für unsere Liebsten und für die Erde. Und dann gibt es ein paar schon von denen, die sich von mir begleiten lassen. Das sind nicht viele, aber jeder Einzelne ist wichtig. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst bei dem, was ich gleich sage, und du sofort einen Impuls bekommst oder ein Ja, dann trage dir auch das gleich jetzt in deinen Kalender ein. Denn wie gesagt, Aussendungen werden vielleicht eher knapp kommen. Am Montag, den 27. Ich weiß noch nicht warum, aber es ist einfach ein besonderer Tag. Habe ich den Impuls bekommen, ein Webinar zu machen. Ich wollte heuer, weil es ja, und das gebe ich dir auch jetzt so weiter, wichtig ist, jetzt in den nächsten Tagen, auch über Weihnachten und so, dass man sich, wenn es möglich ist, viel Ruhe gönnt. Und wie ich so mal diese Botschaften erhalten habe, Meditation am Webinar am, ja, also das sind, ich bekomme das auch wirklich Datum genau und weiß das selbst noch gar nicht, was denn da jetzt ist. Aber wie gesagt, ich bin ja mit dem Verstand und mit dem Ego da ja überhaupt nicht dabei. Ich tue es dann einfach, weil ich weiß, es gibt da Menschen, Seelen, die dem einfach vertrauen, auch wenn ich jetzt nicht gleich Inhaltsangaben mache und einen bestimmten Titel schon habe, die fühlen einfach und sind dabei. Ja, die wissen das, die spüren das, einfach ist einfach ein Spüren. Ja, da bin ich dabei und da brauche ich noch nicht Titel und Erklärung und Video und Bilder und Posts und ja, also weil das ist ja so noch gar nicht so meines. Ja. Und ich weiß genau, ein paar wird es geben am Montag, den 27. Ach ja, was ich noch sagen wollte, und ich habe gesagt, ja, und ich brauche auch jetzt Ruhe, dann
in den letzten Wochen, aber seit dieser C-Zeit ich ja sehr viel Arbeit habe. Ja. Und sie meinten dann, du findest mit den Menschen gemeinsam die Ruhe. Hatte ich nicht mehr vor, etwas zu tun und auch ein paar Tage Auszeit zu nehmen, vor allem in diesen Tagen. So wie ich es fühle, werde ich auch Oma und ich habe dann wirklich nicht Lust, gerade etwas zu tun, wenn meine Tochter mir schreibt. Ja gut, aber das wird schon alles so passen. Ich mache es halt einfach, wie es mir aufgetragen worden ist. Am 27. um 18 bis circa 20 Uhr ein Webinar. Und zwar für all diejenigen, die mit ihrem höchsten Aspekt verbunden werden möchten. Warum geht das nicht einfach so? Und was geschieht da dann oder was ist das? Ich sage es nur kurz, es ist einfach bei manchen blockiert, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben, wie wir das gelebt haben und das verhindert noch. Oder hast du auch wie so einen Schwur oder Gelübde abgelegt, nie wieder werde ich das tun oder aus meinem Höchsten, aus der, ja, ich sehe es ja so, wie wenn derjenige nochmal in einer ganz hohen Ebene ist, körperlos, also reinste Energie. Und diese reinste Energie ist vollkommen, ist heil. Da gibt es nichts Dunkles oder Niedrigschwingendes. Und erstmalig ist es angedacht, dass wir aus dieser Energie uns nähren und aus dieser Energie empfangen. Und schon das, was wir, das ist so wie ein Aspekt von dir oder ein Teil von dir, der schon in der Zukunft lebt. Also ich bin mit diesem Teil verbunden und ich habe da schon gesehen, was ich da tun werde oder wie das auch geschehen wird. Und es soll auch vielen erleichtert jetzt werden, ihre Seelenaufgabe zu leben. Und ja, wie gesagt, ich habe das einfach so bekommen. Ich lebe aus dieser Ebene, sage ich jetzt einmal, oder verbunden mit so ich. Wer mich kennt, weiß, ich bekomme immer sofort Bilder und mit denen begleite ich Menschen und das könnte ich mit dem Verstand oder ich als Mensch überhaupt nie. Es wäre unmöglich. Erstens bräuchte ich viel zu lange und dann müsste ich mir alles erst ausdenken und ja, das funktioniert ja gar nicht. Und von dieser Ebene kommt das eben alles bei mir und das in Sekunden immer. Auch das, was ich jetzt da, was durch mich gekommen ist für euch, für die, die es eben bestimmt ist. Ja, und in diesem Webinar ist das für diejenigen halt, die sich da melden werden oder das fühlen werden zu tun. Und ja, das anscheinend noch vor dem Jahreswechsel, ja, und genau an dem Tag und noch vor dem 29. Und ja, ich hinterfrage da gar nicht, wir werden das dann alles sehen, aber 27. Montag, 18 Uhr circa, ja, 2 Stunden. Und es ist ja auch möglich, wenn sollte man überhaupt in diesen Zeiten auf Urlaub sein oder überhaupt wohin kommen, ich habe ja da keine Ahnung, ich kümmere mich ja um das nicht, dann kann man ja das per Handy auch oder per Tablet von überall aus da dabei sein. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit in diesem Portal, in dieser Energiewelle. Und ja, genau, im März wird es eben gestartet, das weiß ich, mit diesen Heilungen. Oder werden diese Heilgeschichten gebraucht werden oder diese neuen Energien? Wir werden bei der
Lichtreise bzw. Weltmeditation diese Lichtsäulen gemeinsam aktivieren. Ich bitte wirklich, wenn ihr jemanden kennt oder was teilt das und seid da, bitte dabei am 20. um 19 Uhr, denn in der Menge können wir da viel mehr bewirken. Und das wird auf jeden Fall gebraucht, sonst wäre das ja nicht. Und das wird einiges dann dazu führen, dass ein großer Umschwung kommen wird. Und was auch sein wird, ist ja, dass der Jupiter rasant zusteuern wird auf den Neptun. Und also Jupiter mit Neptun. Und das ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, am 19. April dann geschafft oder ja, stehen sich die gegenüber oder sind gemeinsam, ist ja, also mir ist ja das auch immer egal, ich brauche immer nur so ein paar Angaben und das reicht mir schon. Der Neptun, ja, den habe ich ganz stark eben im Horoskop, mit dem bin ich sehr verbunden und ich habe gefühlt, meine Zeit ist nicht nur schon da seit 2 Jahren, sondern jetzt wird sie so richtig mächtig. Ja, ich fühle mich ja jetzt oder in den letzten Monaten viel wohler hier als wie vorher auf der Erde, sage ich jetzt. Und das ist so Mitte April ist das dann. Also es beginnt, glaube ich, im Jänner. Jupiter geht irgendwie so mit dem Neptun dann Ende und Mitte April ist es beendet und März beginnt so dieses mit den Heilenergien. Und dieser Neptun ist eben, der steht ja für das Unsichtbare. Für das Unsichtbare, für dieses ganze spirituelle, geistige. Und das wird mächtig was auslösen. Trotzdem empfehle ich, sich jetzt schon auf den Weg zu machen, nicht abzuwarten. Das ist immer der unangenehmere Weg, wenn ich sage, ach, das wird schon, setz mich hin und wartet. Und wenn man dann niedrig schwingt, so wie ihr jetzt gehört habt, können die Energien eben nicht in einem so einfach hineingehen. Erstens wegen einem freien Willen und zweitens in die niedrige Schwingung kommen die hohen Energien ja nicht. Da braucht man dann eben so Kanäle, die für einen das tun, also so bekomme ich das. Ja, jeder ist ein einzigartiges Medium, was ganz verschiedenste Dinge hier auf die Erde zu bringen hat oder Weisheiten oder Energien und darum ist alles immer gut und richtig und für jeden Einzelnen halt, der findet schon seinen Weg, welchen Aussagen er vertraut und folgt. Ja, also diese beiden Daten trage dir ein. Das sind einmal die beiden Termine. Alles andere wird kommen. Ja, und was auch schon, was ich euch auch schon sagen kann, es wird dann nächstes Jahr, es wird schon im Jänner sein. Im Jänner werde ich starten, eine Akademie, also ich Lichtakademie, weiß noch nicht, wie ich das nenne, wo man einfach einen monatlichen Betrag zahlt und wo wir immer wieder gemeinsam zusammenkommen werden und gemeinsam weitergehen werden. Und im Jänner wird hinausgegeben von mir wieder ein Online-Kurs, wo ich über diese Zeit, Jänner, Februar, intensiv, also ich weiß jetzt schon, dass es sehr intensiv wird, einige zu begleiten mit diesem Online-Kurs. Das wird alles im Jänner bei mir gestartet. Also bleib auf meinem Newsletter und ich freue mich, wenn du bei allem dabei bist, natürlich, aber
zumindest ab und zu mal bei etwas, was ich da alles hinausgebe. Ich wünsche dir großartige Tage in diesem Portal. Ja, und das ist so wie auf diesem Bild, ja, da leuchtet Erleuchtung und strahlt, und man kann da, so wie dieses, ja, für jeden ist das vielleicht was anderes, so eine Elfe oder Elbe, die kann sich da darunter setzen und sich mit dem Höheren, mit dem Licht verbinden und bestrahlen lassen. Jetzt sitzt sie noch da herum, so, wow, toll. Und ja, was wichtig ist auch, die Energie, die sich da auch jetzt einschwingt, ist, dass wir das Ganze ab jetzt, es gibt nur das Jetzt, vollkommen spielerisch zu tun haben. Das wird ja neu für viele werden. Ich lache ja auch mit vielen Klienten während den Terminen, wo ein anderer sagen würde, was gibt es da zu lachen, das ist ja nur eine Problemarbeit. So ist es ja gar nicht. Ich aktiviere ja mehr, als dass ich jetzt Probleme mit Menschen bearbeite, und wir haben es echt lustig. Ich habe gestern wieder sehr viel gelacht. Und das Ganze wird immer spielerischer werden. Heilen wie Kinder, sage ich jetzt einmal. Ja, und mein wunderbarer Enkel, der bald hier das Licht der Welt erblicken wird, sage ich mal, wird auch bei uns das Spielerische in der Familie einleiten und uns alle wegstrahlen mit hoher Schwingung. Ja, und darum habe ich auch dieses Bild gewählt, ja. Das Spielerische, so wie diese kleine Feder oder Elfe-Elbe, mit dem Licht. Ja, es ist eine großartige Zeit. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in diesen Energien, die jetzt sind. Und begleite dich auch gerne, dass auch du, ja, dich so wohl fühlst und angekommen fühlst in dir selbst und verbunden bist mit deinem höheren Aspekt. Ja, alles Liebe, deine Sissi Göttlich.